Okay, okay, wir probieren ihn nochmal zu drehen. Ah, nicht den zu drehen, den Wohnwagen hier. Jetzt bleiben sie stehen, haben sie etwa Meth drin. Was daran so schlimm ist, ich wollte sie nur kontrollieren. Ah! Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSBDFA. Mittlerweile die 71. Das ist krass, wie viel LSBDFA jetzt irgendwie schon ist. Hat mich ein bisschen geflasht, als ich das heute gesehen habe, dass wir schon bei der 70. Folge sind. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Wir haben hier unseren Crown Victoria. Es regnet und es gewittert in Los Santos und wir müssen jetzt hier in Dienststreife fahren. Wir haben genau 19.51 Uhr, das heißt, wir übernehmen die Nachtschicht. Machen erstmal die Sirene aus. Und dann gucken wir, dass wir hier rauskommen. Beziehungsweise. Ja, komm, lassen Sie mich hier mal durch. Und pass auf, wenn du hier schon so pro. Okay, den Bus lassen wir da vorne mal ein bisschen seine Bus sein, ne? Wir halten mal den hier an. Will mal rechts ranfahren. Ne, nicht links ran. Ne, hier. Bitte ein bisschen weiter. Ja, also das kann man hier nicht machen. Achso, was ich noch ganz kurz machen muss. Scheiße. Den Ton wieder auf ganz hoch, weil sonst muss ich wieder beim Schneiden alles ganz nach oben pegeln. So, ja, hier können sie rein. Genau, hier gucken sie. Dann parken wir hinter dem Zebrastreifen oder was das ist. So, dass wir hier niemanden irgendwie behindern. Boah, ist kalt. Ich glaube, ich bin mal ein bisschen schneller hier. Wir wollen ja nicht in der Kälte stehen. So. Eine allgemeine Verkehrskontrolle. Ich hätte mal gerne ihre ID. Boah, hier regnet's wie sonst was, ne? Johnny Beam, alles klar. So. Okay. Johnny Beam flüchtet. Ah, okay, weil die Lizenz nicht. Ah, aktuell. Alter, aktuell ist, wir müssen verfolgen. Alter, ist das laut, ey. Nice. Ey, lass mich wieder durch, danke. Okay, ich glaube, wir holen mal am besten. Wobei, wir brauchen noch keinen Helikopter. Ich glaube, das brauchen wir noch nicht. Bleiben Sie bitte stehen. Oh Mann, der fährt auf den Highway. Okay, dann holen wir doch einen Helikopter. Der könnte nämlich jetzt echt schnell werden. Bleiben Sie stehen. Und wir müssen Gewalt anwenden, wenn Sie sich stehen bleiben. Irgendwie klinge ich nicht überzeugend genug, habe ich so das Gefühl. Die hören nicht auf mich. Okay, er wollte es nicht anders. Hier können wir perfekt drehen. Also, tun. Oh, oh. Okay, er hat es doch gerettet. Das ist aber nicht gut jetzt. Was machen denn die Autofahrer hier? Alter, was machen die Autofahrer? Egal. Ja, den kriegen wir schon noch. Den müssen wir jetzt nur noch irgendwann drehen, wenn es sicher ist. Hier gefährdet er zu viel andere Verkehrsteilnehmer. Wobei, die gefährden sich auch irgendwie gegenseitig, merke ich gerade. Jetzt normal. Boah. Okay, der ist gegen die Leitplanke gefahren. Ich glaube, sein linkes Vorderrad ist abgeklemmt. Ja, er kann sich nicht mehr schnell fortbewegen. Wir sind an ihm dran. Aber jetzt bremse denn aus. Ey. Beziehungsweise hier, komm, raus. Steigen Sie aus. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Danke. Gut, die Kollegen machen das. Ah, wobei, nee, komm, wir machen das hier so. Komm. Okay. Alter, sie sind geflüchtet. Ich sehe sie zwar nicht, aber sie sind geflüchtet. Das finden wir gar nicht nett. Zudem ist ein Sachschaden entstanden, weil sie mir hinten reingefahren sind. Wie sieht's eigentlich bei uns vorne aus? Hä? Was? Mein Auto. Naja, gut, auf jeden Fall wird ihr Auto jetzt abgeschleppt. Beziehungsweise geht es eigentlich im Auto hinten. Wir haben den jetzt gedreht. Ah ja, schon was abbekommen. Dann ist halt, na gut, da hat sie auch die Planke gestriffen, ne? Das sieht man hier vorne ganz deutlich. Naja, wir gehen mal aus dem Weg, sonst behindern wir hier alles, was sie eh schon machen. Jetzt müssen wir so eine neue Karre holen, Alter. Das ist ja mega. Naja, dann machen wir das halt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die richtige bekommen. Wir haben nicht alle kein Blaulicht. Ich glaube, das hat das Richtige. Ne, das hat das Falsche. Das hat das Richtige. Hallo?
Alles mit war es gerade gecrashed. Nice. Okay, gut, aber das kommt davon, wenn man so viele Fahrzeuge spawnt. Das ist mir schon länger bekannt. Das heißt, wir müssen mal kurz Reload All machen und Reload All Plugins. Wir müssen mal kurz warten. So, was kann man denn reden? Genau, ich bin schon zum dritten Mal beim Zahnarzt, weil die das immer wieder nicht hinbekommen, dass ich. Dass die diese Behandlung machen können, weil jetzt müssen irgendwie die Zähne zusammen und ach, das interessiert ihn nicht so, er ist wirklich reloaded. auf jeden Fall mega nervig. So. Jetzt müssen wir aussteigen und dann müssen wir uns wieder als Polizist verwandeln, ne? Machen wir einmal hier so, zack, zack. Oder ist noch das Koop-Menü offen? Ups. Nein, möchte ich nicht runterladen und. Nein, möchte ich nicht runterladen und. Nein, möchte ich nicht runterladen. So. Also ich sehe die Hand vor Augen nicht. Okay. Jetzt sind wir wieder drin. Okay, perfekt. Achso, warte mal, wir sind auf dem Highway. Wir müssen zurück in die Stadt. Also wir müssen irgendwo drehen, wo es möglich ist. Guck mal, da ist aber bestimmt irgendwo diese Barriere hier frei. Da herrscht auch Barrierefreiheit, oder? Oh. Der war scheiße, ich weiß. Ah, so. Wieder auf dem Rückweg nach Los Santos. Außerdem sehen wir dort mehr, weil hier sieht man echt gar nichts. Lass mich bitte durch. Oh, huch, das hat jetzt keiner gesehen. Ich glaube, hinten hat uns jemand. Naja, egal, hat jetzt niemand gesehen. Guck mal, da ist ein Wurm. Guck mal, der sieht aber ziemlich abgeranzt aus hier. Also das dafür, dass er in die Stadt möchte. Ich glaube, wir sollten mal die Abgaswerte überprüfen. Ah! Was ist das denn? Ach Mann. Okay, aber Verfolgung ist halt, wir holen Helikopter-Support und brauchen ein bisschen Bodenunterstützung. Toll, okay. Komm, da repariere ich die Karre, weil das war ja unfair. Das ist ja wegen dem Skript ist halt so stehen geblieben. Und ja, eh keine Chance. Haben Sie Meth in Ihrem Wohnwagen oder wieso wollen Sie flüchten? Ich meine, Sie wissen, dass Sie keine Chance haben mit dieser Schüssel hier. Sie stellen sich. Sie sind keine Gefahr für uns, zumindest nicht ihr Fahrzeug. Okay, der Helikopter ist hier irgendwo, das ist perfekt. Bleiben Sie stehen. Sie wollen nicht, dass wir sie ihnen was antun, oder? Okay, komm. Der hört nicht auf uns. Ich glaube, drehen können wir vergessen hier, oder? Oh Gott, oh Gott. Alter, okay, der gefährdet auf jeden Fall die anderen Verkehrsteilnehmer. Wir müssen den jetzt zum Stoppen bringen. Fahren Sie jetzt rechts ran. Alter, was macht der? Ey. Ey. Nein. Ach, Mann. Scheiße, ich brauch die Glock wieder, weil wir das fucking neu geladen haben. Ey. Okay. Scheiße, jetzt ist er ein bisschen weiter weg hier. Alter, das Verkehrschaos wie sonst was. Ah, fahren Sie mir doch nicht in den Weg. Okay, der bleibt stehen. Bleiben Sie stehen, Sie sind umzingelt. Vielleicht mal einen Warnschuss abgeben, irgendwie in den Luft oder so. Okay, das bringt nichts. Jetzt bleiben Sie stehen. Okay, wir probieren ihn nochmal zu drehen. Ah, nicht den zu drehen, den Wohnwagen hier. Jetzt bleiben Sie stehen, haben Sie etwa Meth drin? Was daran so schlimm ist, ich wollte Sie nur kontrollieren. Ah! Hier gehen wir alles drunter und drüber, ey. Unsere Karre ist so im Arsch. Alter, du siehst nicht. Scheiße. Naja, okay. Wir machen mal weiter. Ist ernsthaft. Warum will der Typ flüchten? Was hat der in seinem Wohnmobil, dass dieser Typ flüchten möchte? Ich glaube, er hat sogar schon Verkehrsunfälle verursacht, die tödlich geendet sind für die anderen. Also der muss ja irgendwas drin haben. Oder irgendwas Ansicht haben oder irgendwie in einer Verfassung sein, die so nicht zugelassen ist. Und jetzt bleiben sie. Ah! Bleiben sie stehen! Scheiße.
Alter, die fahren mir in die Karre. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, ich brauche mehr Bodenunterstützung, sonst wird das hier nix. Ich meine, der hat, glaube ich, einen platten Reifen, das ist schon mal ganz gut. Und jetzt noch einen zweiten. Alter, wieso fahren die mir rein? Alter, ich klemm total. Warte, wir müssen mal die Reifen hier platt machen. Und jetzt hat er noch einen Platten. Hallo, sie haben keine Chance. Warte mal, ich tase den Platz raus. So. Bleiben Sie dort, bleiben Sie dort. Nehmen Sie die Hände hoch. Ey. Okay, warte, die machen das hier. Ich kümmere mich um dich hier. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Okay. Alter, wir haben den zum Stoppen gebracht. Jetzt kommen Sie mal an den Straßenrand hier. Und Sie beruhigen sich da hinten, ja? Kommen Sie mal an den Straßenrand. Da hinten wird auch gerade überwältigt. Perfekt. So. Sie sind die Beifahrerin. Also, wir lassen sie mal frei unter der Bedingung, dass sie jetzt nicht weglaufen, okay? Ne, das dachte ich mir doch. Okay. So. Nein, 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 nein. Jetzt bleiben sie heute stehen. Alter! Alter. Okay, warte mal. Steigen Sie aus. Steigen Sie aus. Gehen Sie auf den Boden. Scheiße, die rennen hier alle weg. Ah, und sie gehen auch auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Alle. Okay, ich glaube, ich muss jetzt mal fahren. Ah! So. Es tut mir leid. Ja, es ist Los Angeles. Das ist das normal. So, wir führen die gleich mal ab. Wir können hier keine Befragung durchführen. Das müssen wir noch auf dem Revier machen. So. Guck mal, da hat ja ein Officer überfahren. Scheiße, Alter. Und der ist uns hinten reingefahren. Nee, das ist gar nicht unsere Karre. Aber hier ist ein Officer drin. Oder? Ja. Ja, chillen Sie bitte. Und Sie steigen aus jetzt sofort. Nehmen Sie, gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Genau, alles gut. Okay, wir haben hier ein paar Autos jetzt, die wir durchsuchen und abschleppen müssen. Unter anderem diese Karre hier, weil die ein bisschen im Weg steht. Außerdem wurde die angeschossen, das heißt, dann müssen wir noch überprüfen, was da los war. So, ah! Okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen EMS oder zwei. Und dann fahren wir die Karre mal ein bisschen an den Straßenrand, dass wir nicht alles blockieren. So. Und den hier am besten auch. So, da ist schon der EMS. Den parken wir mal. Ja, hier kann man eigentlich parken. So, hier ist eh schon abgesperrt durch die Einsatzkräfte. In der Richtung auch mehr oder weniger. Alter, jetzt fahren sie die mir nicht hinten rein. Ah, ich fahre ja schon weg. Mensch. Die Kollegen wollen das scheinbar gar nicht hier. So. Also, ich suche mal erstmal die Karriere. Ich frage mich echt, was die da drin hatten. Oder was, vielleicht haben die auch an sich. Vielleicht tragen die irgendwie eine illegale Waffe oder so. Also, das kann ich mir das endlich nicht erklären. Ja, Black Bandana. Ja, das ist jetzt nicht so strafbar. Ist hier vielleicht was drin? Ich meine, die haben jetzt ihren Wohnwagen verloren, ne? Der wird jetzt hier. Cans of Spray Paint. Ja, gut, das ist so ein bisschen illegal, aber. Naja, eine Verfolgungsjagd. Rechtfertigt das jetzt nicht, würde ich mal sagen. Naja, gut, ich würde sagen, wir schleppen den mal ab. So, EMS arbeitet auch schon fleißig. Zumindest in der Theorie. Ich glaube, die sind irgendwie weggerannt. Naja, okay. So, dann suche ich mal noch den Hammer hier. Da wurde dann scheinbar. Ich weiß gar nicht, was hier passiert ist. Wurde der Besitzer erschossen? Oder was ist da passiert? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall durchsuchen wir mal.
Ein Notebook mit wunderschönen Zeichnungen. Toll. Was sind was Relevantes? Ich glaube. A pack of AA batteries. Ja, toll. Batterien ist jetzt nicht so verdächtig. Irgendwas, was sie überführen könnten. Eine Süßigkeit. Naja. Nee. Vorne vielleicht. Vespucci Beach Towel. Naja, ein Handtuch ist jetzt auch nicht so mega. Na gut, man schleppt mal auch mal ab. Hier ist nichts drin, der EMS. Darum kümmern wir uns nicht. Vielmehr kümmern wir uns um was hier am Boden liegt. Die sind alle tot, oder? Na, EMS können sie auf jeden Fall nichts mehr machen. Unsere Karre ist, by the way, auch weg. Dann holen wir mal einen Corona für die Jungs hier. Ich glaube, für die kann man nichts mehr machen. Das heißt, wir haben 4 Tote zu beklagen. 4 Tote, mindestens 2 Leute in Haft. Oder zumindest in Untersuchungshaft. Oh, shit. Wir parken die Karre mal ein bisschen außerhalb oder weg hier von dem Straßenverkehr. So. Jetzt müssen wir uns eine neue Karre geben, weil natürlich die alte Karre irgendwie weg ist. Sag mal, kommt schon der Corona. Gut, ich glaube, die machen das schon. Dann machen wir mal weiter. So, machen wir Emergency. Haben wir jetzt die richtige? Nö. Ah, hier, perfekt. Boah, das war jetzt ein cooler Einsatz. Pass auf, wir gehen mal an den Strand, oder? Drunk Driver. Gut, darum kümmern wir uns jetzt mal nicht. Das machen dann die Kollegen. Oh! Achso, by the way, ne? An alle, die jetzt hier noch zuschauen. Ich werde LSPDFR wahrscheinlich nicht mehr jeden Tag unter der Woche bringen, sondern das mit einem anderen Projekt abwechseln. Was ich dann in Planung habe. Aber da lasst euch mal überraschen. Damit das nicht so überladen ist. Der Kanal ist ja gerade komplett voll mit LSPDFR. Dann dachte ich mir, ich bringe dreimal LSPDFA und zweimal das andere Projekt dann. Ne, nur dass ihr Bescheid wisst. Hier auf dem Dingsel geht nicht allzu viel ab, außer geile Grafik. Ist hier mit einem Auto? Ne, hier ist irgendwie scheiße. Dann fahren wir wieder raus. Ich dachte jetzt, hier wäre ein bisschen Action, irgendwie was Menschen angeht. Dass wir jetzt ein paar Personenkontrollen machen können, aber irgendwie ist dem nicht so. Aber hier ist einer. Pass auf, den halt mal an. Bitte mal rechts ranfahren. Was haben sie denn hier um 4 Uhr morgens zu suchen? So. Oh, arschkalt. Machen wir die Tür mal zu, dass die Karre nicht total nass wird. Guten Tag. Oh, was ist das denn da hinten? Rauchen sie etwa die Zigarette? Sie wissen, dass sie... Boah, ist das in den USA überhaupt so? Naja, wir machen jetzt mal Deutsch. Wir wissen, dass sie im Auto nicht rauchen dürfen, wenn andere Personen drin sind, ne? Naja, das lassen wir mal durchgehen. Wir fragen erstmal nach ihrer ID. So. Grand Young. So. Grand Young. Können Sie mir dazu was sagen? License is suspended. Das ist aber nicht gut. Das heißt, wir müssen sie mitnehmen. Und sie werden dann wohl erstmal, also die anderen Passagiere werden wohl erstmal zu Fuß verkehren. Deswegen steigen Sie bitte mal aus. Ja, ich werde sie jetzt erstmal durchsuchen, dass sie mir in dem Auto nicht ein Messer in den Rücken reinstechen. Mit O geht das, ne? Genau. So, was haben sie denn so? Achso, warte mal, ich glaube, jetzt hat er den im Auto durchsucht. Gehen Sie mal ein bisschen weg hier. Jetzt machen wir normal. Nothing of interest. Okay. Dann werde ich sie jetzt festnehmen, weil sie ihre Lizenz nicht mehr gültig ist. Nein, sie steigen da bitte nicht ein. Ich werde jetzt für sie einen Transporter holen. Sie bleiben bitte noch einen Augenblick im Auto sitzen. So. Wie machen wir das jetzt mit denen? Sagt man denen beide, dass sie rausgehen sollen? Wäre das, dass wir denen abtransportieren, dass es hier nicht aus dem Ruder läuft? Ah, lala. Und was? Warum fahren Sie denn so spät Auto? Das sagen Sie mir nicht, ne? Das ist nicht gut. Komm, dann machen wir das mal anders. Dann, steigen Sie mal wieder aus.
Okay, dann steigen Sie aus. Nein, 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 nein. Bleiben Sie mal stehen, bleiben Sie mal stehen. Nein, 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 nein. Bitte, bitte fahren, bitte, bitte. Okay, alles klar. Nein, Sie steigen nicht bei mir ein. Ja, dann steigen Sie halt bei mir ein, ist mir egal. Warum steigen Sie ein? Okay. Okay, 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 okay. Suspekt flüchtet. Oh Gott, ich bin hinten reingefahren. Press 6 to release. Ja, gehen Sie bitte zum Kollegen. Vielen Dank. Und Sie bleiben stehen. Jetzt fahren Sie rechts ran sofort, oder warte mal. Steigen Sie aus. Nein, ich bin fast schon dabei. Steigen Sie aus. Und jetzt gehen Sie, nehmen Sie den nach oben. Auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Okay. Was? Die andere ist tot. Was haben sie mit ihr gemacht? Warte, ich muss sie durchsuchen. Nicht, dass sie jetzt eine Waffe dabei haben oder so. Haben sie sie etwa umgebracht? A receptor ammunition. Hm. Na gut, gucken wir mal, was wir für die Frau noch machen können. Na gut, rum bei EMS, ne? Ja, hoch. Ja. Scheiße, Alter. Jetzt ist die down, ne? Die Karre schleppen wir mal ab. Beziehungsweise die durchsuchen wir da erst zuerst noch. A profit shit. Was ist hinten? Ist da was drin? A pressure cooker. Hm, naja, auch nicht so verboten. Was ist hier drin? Okay, alles klar. Wir gar nicht wissen, was in der Karre passiert ist. Wir schleppen auf jeden Fall mal ab. Ja, ich hoffe mal, dass es okay wird. Nur leider habe ich die Befürchtung, dass das nichts wird. Ah, es ist tragisch. Guten Tag. Können Sie was machen? Oh, Sie können tatsächlich was machen. Guten Tag, geht's Ihnen gut? Hallo. Bleiben Sie mal bitte stehen. Pff. Oh, der Kidnapping Pro, okay. Wir müssen mal kurz einen Einsatz annehmen. Sie können ruhig weitergehen. Wir haben hier Kidnapping, das ist vielleicht ein bisschen wichtiger. Wer ist denn das hier? Der Crown hier? Oder der da? Der da, okay, alles klar. Okay, wir brauchen Unterstützung und Air Support. Alter, der legt aber einen Zahn drauf, ich sag's dir. Alter, okay. Uhuhu, okay, der fährt Richtung Strand. Alter. Bitte fahren. Ist da wirklich jemand drin? Weil, wenn da jemand drin ist, können wir nicht schießen. Das ist scheiße. Und drehen wird damit auch schlecht. Wir wollen ja keine Unschuldigen verletzen. Oder wenn möglich, keine Unschuldigen verletzen. Ja, ich sehe nicht, ob da jemand drin ist. Ja, da ist auf jeden Fall. Okay, da ist jetzt hinten jemand. Können jetzt nicht sagen, ob der dazugehört oder ob der jetzt gekidnappt ist. Naja, auf jeden Fall müssten wir den irgendwie stoppen, ohne dass der jetzt sich oder den anderen verletzt. Und deswegen würde ich sagen, wir gucken dann, dass wir mit dem Elektroschocker arbeiten. Und dann damit die Reifen probieren zu zerschießen. Das geht ja in den Gegenverkehr, okay. Das, ach du Scheiße. Bitte wechseln Sie auf den normalen Verkehr. Ah! Okay, okay, okay. Rennen Sie aus. Rennen Sie aus. Nicht Sie! Okay. Ja, Sie können natürlich auch aussteigen. Aber ich brauche den Kollegen. Warte mal. Ey. Ey! Steigen Sie aus! Gehen Sie auf den Boden! Nehmen Sie die Waffe weg! Link, okay.
Auf den Boden und die Waffe hier. Alter, da hatten wir eben MG dabei. Okay. Genau. Gut, wir holen hier einen dafür und dann durchsuchen wir sie noch. Nicht, dass sie hier den Kollegen hier, ne, irgendwas in den Rücken rammen. Nothing of interest, okay. Wieder die Karre lassen wir gleich abschleppen. Jetzt hier und Ordnung Shadows zu durchsuchen, würde den Verkehr nur behindern. Okay. Alter, da hatte der ein MG dabei. Das heißt, es hätte auch schnell schief gehen können. Sind wir nochmal gut vorbeigekommen. Ja gut, das Opfer ist jetzt irgendwie weg. Das ist halt nicht so geil. Aber naja, ich würde sagen, wir sind jetzt bei geschmeidigen 26 Minuten. Das sagt zumindest meine Audacity. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Das lasse ich mal unkommentiert da stehen. Wir sehen uns in der weiteren Folge von LSBDFR. Bis dahin. Haut rein, macht's gut. Tschüss.